werthaste Damen und Herren, ich halte es dir Gastespflicht, den Hausherrn danken zu feiern. Doch Redner, das bin ich nicht. Ich sag darum in aller Kürze, wie bekanntlich immer die Würze. Der Baron gab heute sein Bestes. Wir bringen ihm ein Gesandten stolz gemacht. Des Festes höhere Bestimmung ist nicht nur Amüsement allein. Sie gilt dem Geburtstag des Fürsten, dem Patriot. Herrschaften, werde ich sofort meinem allergnädigsten Fürsten eine Depesche unterbreiten, dass der Vorabend seiner Geburt auch im fernen Westen alle Westenköcher alle Scherzenköcher schlagen ließ. Ja, aber wo ist denn meine Frau? Oh, meine Frau ist ein leuchtendes Beispiel von Sittsamkeit. Ach, da kommt sie. Sehen Sie doch, wie harmlos Sie mit Herrn von Rossillon plaudert. Ja, kommen Sie, meine Herrschaften, da dürfen wir nicht stören. Camille, ich muss mit Ihnen sprechen. Was schreiben Sie denn da auf meinen Fächer? Ich liebe dich. So kommen Sie, siehst du niemand hier? Sie sehen den glücklichsten Mann in mir. Ich habe mit Ihnen zu sprechen. Ich möchte Ihnen ein Wort nur sagen. Oh, still. Sie wissen, dass ich dies nicht hören will. Sag ich es nicht, Sie hören es doch. Nur einmal möchte ich es sagen noch. Ach, liebster Freund, warum sich so quälen? Wir machen ein Ende. Ich will sie vermählen. Vermählen mich. Nie darf das sein. Ich liebe nur dich, nur dich allein. Ach, bitte schön still. Sie wissen, dass ich dies nicht höre. Thank you.
eine anständige Frau, das weiß ich ja leider genau. Doch können Sie wirklich mir glauben, Sie predigen hier einen Tauben, erreich ich auch niemals mein Ziel. Nach dem Bankier. Oh, 20 Millionen. 20 Millionen, sapristi. 20 Millionen, wie nett. Frau Klavery darf keinen Pariser heiraten. Die 20 Millionen werde ich meinem Vaterland erhalten. Die Erbschaft muss Pontevedro zufallen. Ach, es ist süß für Vaterland zu erben. Oh, Jesus, Christ, Christ. Ich mache mich verlieren.
gnädige Frau, ich rechne es mir zu hohen Ehren an, Sie in meinem Hause begrüßen zu dürfen. Aber bitte, Exzellenz, nicht solche Geschichten. Ich würde mich ebenfalls sehr freuen, Sie alle morgen in meinem Hause begrüßen zu können. Ich gebe ein echt pontevedrinisches Fest. Niegusch, waren Sie bei Grafin Danilo? Mit Verlaub, Graf Danilowitsch war nicht zu Hause. War er im Club? Mit Verlaub, Graf Danilowitsch war nicht im Club. Also war bei seiner Geliebten. Mit Verlaub, bei welcher? Noch wären Sie doch zu allen gegangen. Oh, das hätte zu viel Zeit in Anspruch genommen. Einmal braucht man ihn und da ist er nicht zu finden. Gefunden habe ich ihn schon. Na wo? Im Restaurant Maxim. Bei den Grisetter. Bei Grisetter, ja. Oh. Er war aber ein bisschen Bebe. Bebe, was ist Bebe? Beschwipst. Beschwipst. Also wenn er kommt, melden Sie mir ihn sofort. Vaterland ruft ihn. Also bitte, ich bin hier. Wo ist Vaterland? Vaterland, du machst bei Tag mir schon genügend Mühe und Plag. Die Nacht braucht jeder Diplomat, doch meistens eins für sich privat. Um eins bin ich schon im Büro, doch bin ich gleich drauf anderswo, weil man den ganzen lieben Tag nicht immer im Büro sein mag. Erstatte ich beim Chef Bericht, so tu ich's meistens selber nicht. Die Sprechstunde halt ich niemals ein. Ein Diplomat und Schreibsam sein. Die Akten häufen sich bei mir. Ich finde, es gibt zu viel Papier. Ich tauch die Federn selten ein und komm doch in die Tinte hinein. Kein Wunder, wenn man so viel tut, dass man am Abend gerne ruht. Sichtbar nach was man so nennt, Erholung nach der Arbeit gönnt. Da geh ich zu Maxim, dort bin ich sehr in Dien. Ich duze alle Damen, ruf sie mein Kosename. Lo, lo, du, du, ju, ju, klo, klo, Margo, fru, fru. Lassen mich vergessen, das teure Vaterland. Dann wird champagnisiert und häufig komponiert und geht's ans große Güssen mit allen diesen Süßen. Nicht vergessen, das teure Vaterland. Ach, Niegusch, Geliebter, wo ist Vaterland? Aha, Sie sind, wie wir Pontevedrino sagen, ein bisschen verdraht. Ich würde Sie ein bisschen später melden. Gut so, klein bisschen später. Muss mich jetzt erst so... Ach, so 3 bis 4 Stunden ausschnarchen. Also, schlafen Sie. Ja, aber wo? Sehe ich nirgends Schreibtisch? Sie meinen wohl ein Bett? Ach, nein, wenn ich Schreibtisch nur sehe, schlafe ich gleich ein. Da ist eine Nische, wir ziehen die Vorhänge zu und da können Sie sich mit Verlaub ausschnarchen. Dobre spavatje. Ach, ja, das tut gut, wenn man sich so ausruhen kann vom Vollenzen. Lo, lo, do, do, ju, ju. Margo, fru, fru. Da schnarcht ja einer. Wie lieb. Ruhe! Himmel, Donnerwetter, kann man denn nicht... Hanna! Oh, verzeih den Gospodiner, wenn ich gesagt habe, Hanna. Ich bin schon munter, so. Ganz munter. Also, Sie wohnen jetzt in Paris? Ja, ich will das Pariser Leben genießen. Nachholen, was ich versäumt habe. Und vielleicht auch
heiraten. Schon wieder? Ich habe immer geglaubt, das tut man nur einmal. Ach, wenn es auf Sie ankäme, dann tut man es keinmal, nicht wahr? Aber Hanna, pardon, will sagen, Gospodina, wenn es auf mich angekommen wäre, wären Sie jetzt nicht Witwe des seligen Herrn Glavari, ha? Sondern Gemahlin des seligen Grafen Danilo. Aber Sie wissen, mein alter Oheim, Herr Erbunk und... Ihr alter Onkel hat sehr aristokratische Ansichten, die es nicht erlaubten, dass Sie einem Mädel aus dem Volke Ihre aristokratische Liebe schenkten. Gospodina haben sich nicht sehr viel auf mir gemacht und ein bisschen später doch geheiratet, den alten, reichen Hofbankier. Und jetzt bin ich Witwe, reiche Witwe. Und deshalb... Und deshalb? Werde ich Ihnen nie sagen, ich liebe Sie. Nie? Nie. Es bleibt dabei? Es bleibt dabei. Exzellenz! Exzellenz, Baron Zeta! Ist das nicht der Fächer Ihrer gnädigen Frau? Dieser Fächer? Ja, auf dem diese Liebeserklärung steht. Ach gut, dass du kommst, Valenciennes. Schau, dieser Fächer. Um Gottes Willen, er hat den Fächer. Auf diesem Fächer steht, ich liebe dich. So. Baron Zeta. Dobre Vecher. Oh, Graf Danilo, ich heiße Sie herzlich willkommen. Sie sind mein Mann und wie geschaffen für eine delikate Mission. Passen Sie auf, Sie sollen heiraten. Heiraten? Ja, 20 Millionen. Also Liebesheirat. Und was für eine Null hängt noch dran? Keine Null, Frau Glavari. Frau Glavari? Niemals. Aber Graf Danilo, bedenken Sie, Frau Glavari wird heiraten in Paris und geliebtes Vaterland verliert 20 Millionen. Ach, ich werde für Vaterland jeden Bewerber einfach beiseite schaffen, aber ich heirate nicht. Mein Grundsatz, verliebe dich oft, verlobe dich selten, aber heiraten tu nie. Meine Herrschaften, es ist Damenwahl. Da kommt doch schon Frau Glavari. Wählen Sie doch Kaskadam. Wählen Sie doch Senjosch. Das ist der würdigste Tanzkandidat. Wählen Sie doch Kaskadam. Wählen Sie doch Senjosch. Das ist der würdigste Tanzkandidat. Darauf muss ich Ihnen entgegen. Verhascht ist mir Politik. Verdirbt sie beim Mann den Charakter. So raubt sie uns Frauen den Schick. Und doch wollt ihr durchaus kandidieren. Und leistet auf mich nicht Verzicht. Und gib mir das Wahlrecht, das Wahlrecht. Bahnbürgerpflicht. Dann agitiere ich. Dann agitiere ich. Ich kenne ja ganz genau Ihr Wahlplakat. Kann es nicht verheben? Steffen mir das Fehlen. Wer ist der würdigste Tanzkandidat? Kann es nicht verheben? Steffen mir das Fehlen. Wer ist der würdigste Tanzkandidat? Aber meine Herren, Sie wollen also durchaus mit mir tanzen. Also gut, ich bin bereit. Zeit. Oh, kommet doch, oh, kommet.
kommt ihr bald Sirenen, folgt den süßen Walzerbühnen, wie sie singen, klingen und tanzen, doch mit mir eure Füßchen ein bisschen im Walzerschritt. Oh, kommt doch, oh, kommt ihr bald Sirenen, zögert nicht, das Fest zu grünen, seht, da steht ein Tänzer her. Also bitte, bitte. Unterstehen Sie sich!
denn sie ging, sie sind befreit, und jetzt, gnädige Frau, bin ich zum Tanz bereit. Jetzt dank ich sie. Und mein Mandat, sie werden mich doch. Oh, sie hat Diplomat, ich tanze nicht. Geigen erklingen, Locken so süß, werden sie zwingen, gewiss. Thank you.
Steckt denn Graf Danilo? Oh, Graf Danilo kommt nicht. Ich soll ihn auftragen, hat er gesagt, dass nicht einmal 10 Ochsen ihn hierher bringen würden. Und wenn sogar Sie dabei sind, Exzellenz. Was? Ach, hat er gesagt. Ach so. Aber, Exzellenz, ich weiß, wer Frau Glaverich heiraten will. Na, wer? Monsieur Camillo de Roussillon. Na, der darf sie unter keinen Umständen heiraten. Weiß ich, er will nur die 20 Millionen. Im Grunde ist er nämlich in eine andere, verheiratete Dame blödsinnig verliebt. Verliebt, was Sie nicht sagen. Und wer ist diese verheiratete Dame? Diese verheiratete... Das hat er mir nie gesagt. Und der Mann dieser verheirateten Dame ist gewiss ein alter Esel, den man sich ohne Gewissen daraus zu machen betrügen kann. Da haben Sie recht. Oh, sehen Sie. Da geht gerade meine Frau mit Herrn von Roussillon. Na, sie wird bestimmt auf ihn einwirken können, dass er die Glavary nicht heiratet. Ganz bestimmt. Oh, Graf Danilo, ich wundere mich, dass Sie überhaupt für mich sichtbar sind. Sie weichen mir ja auf Schritt und Tritt aus. Warum? Kriegslist. Ich plänkle als leichter Kavallerist. Aber ein tapferer Reitersmann plänkelt nicht. Der greift an. Geht nicht. Sie dummer Reitersmann. Bitte, wie? Ja, Mädel, angeschaut, guck, die schmucken Reiter, nimmt einer wohl zur Braut und dann schreit er weiter. Ja, Mädel, lass sie nicht, kann das von dir tagen. Gut, ich kack nur ins Gesicht, blitz mit deinen Augen.
und mir guckt, dass es ihm im Herzen zuckt. Frohe Zeit, so steht er schweigt, dass sie sich in eine gute Klinge. Sabrioche, ich schieße einen guten Schuss. Verzichten Sie. Aber meine Herren, über Weiber soll man nie streiten. Was ist los, meine Herren? Worüber beraten Sie hier? Oh, nichts. Wir besprechen gerade, wie man sich den Weibern gegenüber verhalten soll. Wie die Weiber, man behandelt hört sie an. Eine so, die andere anders, damit keinen Fett zu sparen. Dass die Weiber bei uns bleiben, also wie, das hat man noch nicht erprüft, denn da gibt's keine Theorie. Der eine macht man Komplimente, so und so und so und so, und streitet ohne Ende, so und so und so und so. Der andere muss man imponieren, so und so und so und so. Man darf sie auch sogar schockieren, so und so und so und so. Die dritte, die will Zärtlichkeit, so und so und so und so. Die vierte, die will Zanken streiten, so und so und so und so. Die fünfte will nur tanzen, lachen, so und so und so und so. Männer verteufelt auch er. Niemals kennt man an Seele und Leib. Mann, das Weib, 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 Weib. Mädchen zart, Mädchen hart, blondes Haar. Mit dem treuesten blauen Bart. Ob sie schwarz oder rot oder blond sind gefärbt, ist egal, man wird doch gegärt. Weib, 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 We
Seele. Weiber, 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 Weib, 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 Weib. Mit den Sandbrechen war doch das Haar, mit den treuesten blauen Haar. Ob sie schwarz oder rot oder blond, so gefällt es egal, mein Gefundenheit. Valenciennes, bitte geben Sie mir wenigstens ein Andenken. Ein Andenken? Oh, da liegt ja Ihr Fächer. Gott sei Dank, der Fächer. Den gebe ich Ihnen zum Andenken. Ich schreibe Ihnen sogar eine Widmung darauf. Ich bin eine anständige Frau. Jetzt habe ich sogar schriftlich. Mein Freund, Vernunft! Wie Sie mich quälen! Ich will's, Sie müssen sich vermählen. Sie müssen heute noch mit Anna sprechen. Nun gut, ich tu's, doch wird das Herz mir brechen. Nicht viel. Sieh dort die Kleine.
Die Baronin und Herr Rossillon sind im Pavillon. Oh weh, der Baron. Nun, Jegusch, was ist? Es ist schon dunkel. Machen Sie doch Licht. Auch im Babylon. Oh, Exzellenz, es ist wer drin? Es ist besetzt. Wer denn? Rossillon mit einer Dame. Oh weh, was habe ich gesagt? Die Dame ist mir so herausgerutscht. Na also, da haben wir ja die verheiratete Dame. Kommen Sie, lieber Graf Danilo. Die Dame Rossillons ist entdeckt. Entdeckt? Wer ist sie? Ich weiß nicht. Ich werde durch Schlüsselloch sehen. Oh, Baron, das Schlüsselloch ist nicht sehr fein. Mann. Aber praktisch. Lassen Sie, kommen Sie. Oje, ich Was kann nicht sehen. Sie steht mit Rücken zu Schlüsselloch. Aber jetzt warten Sie. Jetzt dreht sie sich um. Nun? Oh. Nun? Oh. Wer ist es denn? Meine Frau. Ach, das ist ja... Der Pavillon hat hinten auch Ausgang. Ja, werde ich damit ein bisschen austauschen gegen andere? Lieber Graf Danilo, was sagen Sie, meine Frau? Ach, armer Baron, Ihre Frau. Da muss ich wenigstens eines trösten, Sie leiden für Vaterland. Ach, Vaterland hin, Vaterland her. Auch Vaterland hat seine Grenzen. Gefangen, was noch uns will. Hanna und Kamil. War ich denn blind, ich sage noch. Hanna und Kamil, mein ganzer Geist steht still. Jetzt wird die Sache etwas blau. Wo ist denn meine Frau? Du wünschest. Ich bin stumm und starr. Was ist geschehen, so sprich doch klar. Hanna und Kamil. So sei doch endlich still. Ich sah dort eine Dame kurz zuvor. Ich guckte schnell durch Schlüsselloch. Was war genau nicht der Fall? Ich habe praktisch doch meinen Ohren nicht. Wie dieser Kerl da, ihr Liebe schwor. Die Dame, die war ich. Hanna wird geschworen, es war meine Frau. Mein lieber Kamil, gesteht es nur. Da kannst du für uns etwas kleiner Buchstein. Und Waldemar ohne so indiskret zu lauschen und spähen mein Schlüsselloch zu sein. Und ich soll's ertragen. Nun, Exzellenz, da ich nicht anders kann, was ich drin sagte, so hören Sie an. Jetzt bin ich neugierig, was er mir sagen wird. Wie eine Rosenknospe. Ich starr.
ich protestieren. Dann werden Sie die Baronin blamieren. Sie wollen wirklich. Wirklich wollen Sie? Warum denn nicht? Ich bin dagegen und der Graf. Sie auch. Oh nein, warum soll ich dagegen sein? Ich gebe Ihnen meinen Segen. Ich meine. Wahrhaftig nur ein Standpunkt, der längst überwunden. Ein Zweibund sollte stets sein, doch stellt sich bald ein Treibund ein. Der zählt oft bloß nach schwachen Stunden. Vom europäischen Gleichgewicht, wenn einer sich verehelicht, von dem ist bald nichts mehr zu spüren. Der Grund liegt meistens nur darin. Es gibt, Madame, zu sehr sich hin, der Politik eröffnet Türen. Das ist doch unverschämt. Jawohl, ich schildere nicht zu stark. Es ist etwas faul im Staate Dänemark. Ein flotter Gegenstand zu sein, ganz so Pariser Art. Er sagt, Madame, ich sag, Monsieur, ganz so Pariser Art. Wir lieben uns, wie sich's versteht, ganz so Pariser Art, wo jeder seine Wege geht. Der blieb aber verschlossen. Er
hatte dafür seinen Grund. Das hat die Prinzessin verdrossen, warum er nicht auftat den Mund. Da hat nun die Dame Prinzessin getrieben ein grausames Spiel. Sie gab ihre Hand einem anderen, und das war dem Prinzen zu viel. Du gnädigste Dame Prinzessin, du tatest daran gar nicht recht. Du bist auch nicht besser als andere vom schwachen Kokettengeschlecht. Doch glaubst du, dass ich mich drob kränke? Haha, da täuschest du dich. Im Traume ich nicht daran denke, das sagte der Prinz, nicht ich. Und weiter da sagte der Prinz noch, da nimm ihn, er sei dir vergönnt. Drauf ist er von dannen gegangen, und das tue ich auch. Kompliment!
die Spinnen in ihr Netzchen zippel, 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 zappt, sich die kleinen Falter fangen, fangen wir die Männer schwupp, zippel, 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 zappt. Rosalie und heiraten. Und weshalb? Eben deshalb. Weil Sie mich lieben? Ich? Ha, ha, ha. Lachen Sie doch nicht so blöd. Ich habe keinen anderen Lacher, ich habe nur diesen blöden. Sie verbieten es also. Gut, das Vaterland soll nicht leiden. Ich heirate Herrn Rosillon nicht. Nicht? Ja, aber das Rendezvous im Pavillon. Jetzt muss er sich erklären. Ich habe hier gar nicht das Rendezvous mit Herrn Rosillon gehabt, sondern eine andere Dame. Eine andere Dame? Ja? Da haben Sie schon wieder die blödsinnigen Lacher, aber warum sagen Sie das erst jetzt? Warum? Weil jeder Wahn so schwirrt, tanzt auch die Seele mit, da hilft das Herz diesen Fächer gefunden. Was? Der Fächer meiner Frau? Ich bin verloren. Aber lieber, lieber Mirko, lies doch, was ich darauf geschrieben habe. Auf den Fächer? Ich bin eine anständige Frau? Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, das Studium der Weibern ist schwer. Ach, die Weibern ist jetzt Weiber verteufelt noch eh. Ach, die Weibern ist Weiber. Niemals kennt noch an Seele und Leib. Mann, das Weib, Weib, Weib!